Experiment, da haben wir wieder ein Strommess mit einer 40 Watt Glühbirne und ein Strommessgerät. Das heißt, wir schauen uns zunächst einmal an, wenn man die 40 Watt Glühbirne einschaltet, und leuchtet sie und sie sieht einen Strom von 170 mA ungefähr. Wenn Sie das jetzt ausrechnen, 230 Volt mal 170 mA, kommen Sie auf 40 Watt. Zweiter Teil des Experiments, ich nehme hier Wasser aus der Leitung. Showcharakters. Ich glaube, sie wird passieren, wenn ich die Glühbirne einkaufe. Das wird nicht so, weil das Wasser offensichtlich so wenige freie Ladungsträger hat. Ich würde das nochmal genauso einschalten. Sie wird natürlich das Wasser erwärmen, aber sie wird nicht jeden Fall passieren. Thank you.